Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und wir blicken zurück auf die vergangene Bücherwoche. Die Woche vor Ostern war ja noch eine Woche, in der ich krank war und auch krank geschrieben war. Und ich habe das auch definitiv noch gebraucht. Heute ist Ostermontag, wenn ich das Video drehe. Und dem Fuß geht es besser, ihm geht es relativ gut. Ich kann auch wieder Auto fahren, aber ich merke definitiv noch, wenn ich ihn doch ein bisschen länger belaste. Wir waren am Samstag einen ganzen Tag in Köln. Und das habe ich natürlich dann, als ich abends zu Hause ankam, schon gemerkt. Also zum einen war natürlich der Fuß nach wie vor so ein bisschen geschwollen und er ist auch bei den Zehen noch nicht so richtig, wie es sein soll. Ich habe auch tatsächlich jetzt mal ein bisschen rumgegoogelt und man sollte das wohl nicht tun. Aber ja, ich konnte es nicht lassen und es ist wohl alles ganz normal und es kann wohl einfach ein paar Wochen dauern. Und ich muss mich einfach in Geduld üben. Es sind ja jetzt auch noch keine 3 Wochen. Also am Mittwoch ist es ja erst 3 Wochen jetzt her sozusagen. Und manche sprechen da von circa 2 bis 3 Monaten. Aber Sprunggelenk ist wohl immer so ein bisschen etwas Spezielleres, je nachdem, wie stark es einen da erwischt. Dennoch lief das alles relativ gut und es sind jetzt ja auch nur 4 Tage diese Woche zu arbeiten und dann habe ich ja auch schon wieder eine Woche Urlaub, worauf ich mich echt freue, weil ich finde definitiv, dass Kranksein gar kein Urlaub ist, auch sehr wenig Erholung bringt. Man ist doch irgendwie mit seinen Gedanken immer, in meinem Fall bei meinem Fuß und hat natürlich auch Arzttermine und guckt, dass man da irgendwie, trotz alles Rumsitzens ist das irgendwie nicht sowas wie einfach Urlaub, wo man einfach das tut, was man will. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder unter Menschen kann, dass ich auch einfach raus kann, auch mal einfach mal eine Runde spazieren gehen kann. Das hat mich tatsächlich gerade die erste Woche, 1,5 Wochen sehr gestört, dass ich lauftechnisch gar nichts tun konnte. Was ich schmerzlich vermisse, ist tatsächlich Yoga. Da gibt es gar keinen Ausdruck, wie sehr ich das vermisse, auch wenn ich das natürlich schon versuche mit Meditation auszugleichen und Übungen im Sitzen mache und so. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe, das muss man ganz klar sagen. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern, bis das wirklich mit den Zehen vorne wieder stabil ist und man da wirklich die Übungen machen kann. Ja, so viel aber dazu. Ansonsten war es ja eine sehr sonnige, frühlingshafte Woche, wenn nicht gar sogar schon sommerlich. War wirklich vom Wetter her eine ganz, ganz tolle Woche. Und heute habe ich auch schon die 2. Folge der 8. Staffel von Game of Thrones gesehen. Dazu möchte ich später ein bisschen was erzählen. Buchtechnisch habe ich 4 Bücher gelesen und auch ein bisschen filmtechnisch wieder was gesehen. Aber ich denke, wir kommen jetzt einfach erstmal auf die Bücher. Das erste Buch, was ich diese Woche beendet habe, war auch das Hörbuch und zwar von Joel Dicker, Das Verschwinden der Stephanie Mailer. Hier hatte ich ja in der letzten Bücherwoche schon gesagt, dass ich es angefangen habe. Und das habe ich natürlich auch diese Woche beendet. Dann habe ich mal wieder zu einem Stephen King gegriffen und zwar Dead Zone, das Attentat. Ein Buch, auf das ich irgendwie durch das Bücherregal sozusagen gestoßen bin. Es ist noch ein ungelesener King gewesen, der bei meiner Mama unten im Regal stand. Wie man sieht, auch eine uralte Ausgabe, aber nichtsdestotrotz ist ja die Geschichte die gleiche. Dann habe ich auch noch gehört, Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Das Hörbuch hat mich auf der Reise Richtung Köln und heimwärts gut unterhalten. Und das letzte Buch der Woche war im Grunde auch wieder eine Leseprobe, wenn man so möchte, die ich dann natürlich in Buchform beendet habe. Mit dem Wind, Kurs Paradies von Julia Drosten. Das Buch wurde mir von den beiden ganz lieberweise zur Verfügung gestellt und ich habe mich sehr gefreut, das neue Buch der Drostens in Händen zu halten. Bin ich doch wirklich ein großer Fan ihrer historischen, ein bisschen Abenteuerreisen und habe mich sehr auf das neue Buch gefreut. Ich denke, wir starten einfach nach und nach wieder mit den Büchern. Ich versuche es mir hier ein bisschen gemütlich zu machen und den Fuß möglichst nicht einzuknicken. Dann glaube ich, kriegen wir das auch wieder ganz gut hin. Das erste Buch der Woche ist das Hörbuch gewesen, Das Verschwinden der Stephanie Mailer von Joel Dicker. Das ist das 3. Werk des Autors und das 2. Buch, was ich von ihm lese, habe ich jetzt als Hörbuch gehört, wollte es eigentlich auch als Buch lesen, habe mich aber dann doch, weil ich einfach krank war und rumsaß und die Sonne schien, dann doch fürs Hörbuch entschieden und ich habe daran sehr gut getan. Der Sprecher ist Torben Kessler und seine Stimme mag ich sehr, sehr gerne.
Das Hörbuch hat, glaube ich, knapp 20 Stunden. Also ich habe es, glaube ich, auf 1,90 gehört und ja, war da halt da irgendwie 11 Stunden damit beschäftigt. Ist auch eine ungekürzte Fassung, was ich immer besonders wichtig fand und oder auch finde. Und ich fand auch, dass Torben Kessler wirklich eine ganz tolle Stimmung erzeugt hat, auch eine tolle Stimme hat und auch atmosphärisch das wirklich sehr schön gesprochen hat, sodass man wirklich beim Hören sehr viel Spaß hatte. Ja, ich habe ja im letzten Jahr den Fall des Harry Quibert gelesen, im Leseclub, glaube ich sogar. Und ich fand ja den Schreibstil von Dicker wirklich grandios. Bin nur mit der Geschichte bzw. dann auch mit der Auflösung nicht so zurechtgekommen. Und ich war natürlich jetzt sehr gespannt, ja, was es mit dem Verschwinden der Stephanie Mailer so auf sich hat. Ja, das Buch beginnt 1994 in Orphia, das ist an der Ostküste der USA, ich glaube ja. Und wir haben einen warmen, lauen Sommerabend und es geschieht aber ein schreckliches Verbrechen. Denn der Bürgermeister wird mitsamt seiner Familie komplett umgebracht, ermordet und auch eine zufällige Passantin, die ja gerade daran vorbeigejoggt ist, wird ebenfalls mit umgebracht. Die jungen Polizisten Rosenberg und Scott, ermitteln in diesem Fall und wollen nicht ruhen, bis sie ihn gelöst haben und setzen wirklich alles daran, das zu tun. Gleichzeitig erleben wir die Geschichte 20 Jahre später und hier behauptet die Journalistin Stephanie Mailer, dass die beiden sich geirrt haben und möchte diesen Fall eigentlich neu aufrollen, verschwindet dann allerdings. Und das alles führt zu Intrigen in den sonnigen, schönen Hamptons, wo man doch viel mehr Geheimnisse scheinbar hütet und im Grunde versteckt sind, als man erstmal vermuten lässt. Ja, der Titel ist natürlich ein bisschen irritierend, wie ich finde, denn es geht an und für sich nicht wirklich um das Verschwinden dieser Journalistin von Stephanie Mailer, sondern es geht natürlich eher auch um den Mordfall des Bürgermeisters, der eben 20 Jahre vorher eine Rolle spielt. Wir erleben verschiedenste Charaktere und auch Perspektiven in dieser Geschichte. Wir sind auf zwei verschiedenen Zeitebenen und erleben hier eben die Geschichte, an was sich Menschen erinnern, wie sie sich erinnern, was man rekonstruieren kann und wie sich die Geschichte dann irgendwie zusammenfügt. Es ist schon eine Art Krimi-Roman. Er ist für mich nicht ein kompletter Krimi, weil diese Polizeiarbeit doch eher in den Hintergrund rückt, hat aber natürlich schon dieses Element so ein bisschen drin, dass man eben Fälle löst und auch natürlich das Verschwinden der Stephanie Mailer zu einem Fall irgendwie wird. Dennoch ist es für mich eher schon ein Roman mit relativ vielen Spannungsmomenten und was Joel Dicker einfach kann, ist schreiben. Ich kann es nicht anders sagen, als dass mir der Erzählstil von Dicker wirklich unglaublich gut gefällt, wie er Menschen im Grunde anlegt, wie er Charaktere erschafft, wie er diese tiefgründig wirken lässt, wie er die rüberbringt, wie diese im Grunde Weiterentwicklung der Charaktere ist, wie er Orte und Szenen erschafft, dass man förmlich die Luft riechen kann und wirklich das Gefühl hat, man steht direkt mittendrin, wie er es schafft, diesen Film noch lebendiger ablaufen zu lassen. Und das macht für mich wirklich einen grandiosen Schreibstil aus und Joel Dicker kann das für mich. Er schafft es wirklich, dass man diese zwei Zeitebenen wunderbar unterscheiden kann im Sprachlichen, dass man wirklich spürt, auch so ein bisschen, um welchen Charakter es sich gerade dreht in der Geschichte, auch so ein bisschen, wie die Ausdrucksweise da verwendet wird. Und er schafft es so ein warmes Feeling in mir auszulösen. Und das macht er wirklich unglaublich gut. Allerdings muss ich auch bei dieser Geschichte wieder sagen, dass er einfach zu viel will. Es ist schon wie bei seinem anderen Buch einfach so, dass ich am Ende so denke, Mensch, jetzt hast du dich vielleicht irgendwie wo verzettelt, jetzt muss es irgendwie nochmal eine Wendung geben, die es für mich gar nicht gebraucht hätte und für mich will er einfach zu viel. Er hat es für mich auch nicht so richtig mit den Enden, wenn ich ehrlich bin. Er ahmt da so ein bisschen Stephen King nach, der es ja auch nicht immer so mit den Enden hat. Und leider ist das auch einfach hier mein Eindruck. Nichtsdestotrotz ist das Buch wirklich toll. Es ist spannend. Es hat Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, an die ich überhaupt nicht gedacht hätte. Es nimmt einen Weg, den ich wirklich großartig erzählt finde. Und ich mag einfach diesen Stil. Und auch wenn die Geschichte nicht perfekt ist, kann sie dennoch ein Highlight sein, weil mich eben der Stil
Stil so überzeugt und auch, ich sag mal, 3/4 der Geschichte wirklich ganz, ganz toll war. So ähnlich ist es ja auch immer mit Dan Simmons zum Beispiel, mit seinen Highlight-Büchern. Irgendwas ist trotzdem, wo man sagt, das hätte noch besser sein können, dennoch kann dieser Mann auch schreiben. Und so ist es bei Joel Dicker eben auch. Für mich ist er wirklich ein ganz, ganz toller Schriftsteller, wirklich jemand, der einen all diese Szenen in dem Buch lebendig erscheinen lässt und der das wirklich rüberbringt und der wirklich Charaktere anlegt, die spannend sind und interessant sind und aus dem Leben aber irgendwie auch gegriffen sind. Und ja, mich kann er wirklich begeistern. Wie gesagt, das Ende ist nicht ganz meins. Auch, dass er manchmal einfach zu viel will, aber das ist ja nicht schlimm. Na, lieber so, als wenn es dann irgendwie langweilig abdriftet und man sich denkt, naja, das hätte er sich jetzt dann auch sparen können. Also, ne, von daher ein ganz, ganz tolles Buch kann ich wirklich empfehlen. Auch das Hörbuch kann ich empfehlen. Und ich glaube, ich werde demnächst auch mal in die Serie reinschauen, die ja, glaube ich, auf TV Now läuft, was ja irgendwie jetzt so ein Streaming-Dienst von RTL ist. Ja, warum auch immer das noch ein Streaming-Dienst braucht, aber ja, der Markt ist natürlich groß und möchte erobert werden, aber da werde ich dann einfach mal sehen. Aber das Buch, wirkliche Empfehlung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mal wieder zu einem Stephen King gegriffen. Ich saß so vor dem Bücherregal unten bei meinen Eltern und dann stehen ja gefühlt fast alle Kings. Und egal, ob ungelesen oder gelesen, weil in der Regel hat sie meine Mama halt früher gelesen. Und da habe ich entdeckt, das Attentat Dead Zone, ein Buch aus dem Jahr 87, also es ist gefühlt fast so alt wie ich. Und es ist das erste Buch des Castle Rock Zyklus, also damit beginnt im Grunde ja, dieses ganze Castle Rock, all die Bücher, die es dann irgendwie auch noch danach gibt. Es gibt wohl sogar zwei Verfilmungen, eine Filmverfilmung mit Christopher Walken und sogar eine Serie von 2002, die glaube ich sogar über 3 Staffeln hinweg ging. Ich persönlich habe davon noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, es wird wahrscheinlich auch seinen Grund haben, weswegen man davon nichts gehört hat. Ja, wir sind also in Castle Rock, was wir ja aus vielen anderen Geschichten auch noch kennen. Dazu komme ich auch ein bisschen später. Und wir lernen Johnny kennen, einen Lehrer, der hier eben ja im Grunde wohnt und auch arbeitet, der gerade eine Freundin gefunden hat, kennengelernt hat, und das ist auch noch relativ frisch zwischen den beiden. Er selbst hatte als Kind mal einen Unfall auf dem Eis, woran er sich aber überhaupt nicht erinnern kann, und er fällt nach einem Unfall ins Koma und bleibt in diesen auch fast 4,5 Jahre. Danach hat er so etwas wie Visionen, die ja beim Berühren mit anderen Menschen manche Situationen ihres Lebens zeigen, aber auch irgendwie vielleicht so eine Art Zukunft zeigen, also so ein bisschen was Hellseherisches. Und es kommt in dem Buch irgendwann der Fall, dass er auf einen Politiker trifft und diesen die Hand gibt und hier eine horrormäßige Zukunftsvision gezeigt bekommt. Und er steht hier vor einer schweren Entscheidung und man merkt recht schnell, was möchte man wirklich über die Zukunft wissen und wie würde man handeln, wenn man Dinge wüsste, gewusst hätte oder jetzt auch wüsste sozusagen und auch weiß, was würde man tun? Es klingt nach einem typischen Stephen King und doch ist es wieder ein ganz anderer. Also man merkt schon, dass es ein früheres Werk von ihm ist. Ich fand ja wirklich seine Bücher in den 80er und 90er zum Teil sehr langatmig, sehr bildhaft erzählt, sehr ausführlich. Dann hat er ja zeitweise wirklich Bücher gehabt, die sehr schnell erzählt wurden. Das war für mich in meinem Gefühl immer so ein bisschen später. Beim Attentat haben wir eine ganz wunderbare Mischung. Also dieses Dead Zone, das ist eben diese Todeszone und beschreibt eben diesen Zustand, den Johnny fühlt, wenn er sozusagen so eine Vision hat, wenn er jemanden die Hand gibt. Und ich finde auch fast, dass das deutsche Titel das Attentat eigentlich viel zu viel erzählt, weil man gefühlt auch jetzt schon fast wieder ahnen könnte, auf was es vielleicht hinauslaufen könnte, sollte, müsste. Das finde ich im Deutschen oftmals nicht so gelungen. Ich fand es mitunter einer der besten Kings, die ich mitgelesen habe, rutscht auf jeden Fall in meine Top 10 der Stephen King Geschichte. Es war toll, wieder in Castle Rock zu sein. Es gibt so viele Anspielungen auf diese Stadt, auf Geschichten aus dieser Stadt. Es war unglaublich spannend, es war packend. Ich habe das Buch, ich glaube, in 2 Schüben weggesuchtet, war wirklich fasziniert vom erzählerischen Stil, von dieser bildhaften Erzählung, von diesem greifbaren,
ja, Zukunftsalbträumen und man stellt sich wirklich auch im Nachgang die Frage, was wäre, wenn man das selbst wäre und wenn man all das wüsste, was würde man tun, was wäre man bereit, um die Zukunft vielleicht zu verändern, wie sehr vertraut man diesen Visionen. Es ist sehr detailverliebt, das muss man ganz klar sagen, er schafft Szenen, die wirklich gefühlt diese Zeit brauchen, die sie auch im wahren Leben brauchen, was ich aber dennoch super spannend fand und kurzweilig. Und es war einfach eine interessante Story, es waren spannende Charaktere und es war einfach mal eine Geschichte, die gar nicht so diesen Horror hat oder diesen Grusel hat, für den Stephen King bekannt ist, sondern der halt einfach so ein bisschen, ja, so einen Fantasy-Aspekt eigentlich hat oder so. Ich meine, es ist ja nicht mal Science-Fiction, wenn man Zukunftsvision hat, eben wenn man einfach so ein bisschen, ja, diesen leichten Horror, wenn man das so nennen möchte. Also ich habe mich da jetzt nicht um den gegruselt, aber ich hatte sehr, sehr viele Gänsehautmomente. Die Charaktere sind toll gezeichnet, die Entscheidungen sind nachvollziehbar und eben auch zum Teil fast zugreifbar, was es dann schon irgendwie so ein bisschen gruselig gemacht hat. Es hat schon so diesen Gänsehaut-Grusel-Charme, wobei es jetzt halt nichts mit Geistern an und für sich zu tun hat oder Toten oder was auch immer. Aber es ist halt nicht im klassischen Stil gruselig, das muss man sagen. Es ist schon eine andere Art Stephen King. Und man stellt sich einfach nach Beendigung des Buches die Frage, möchte man die Zukunft kennen? Möchte man diese Gabe haben? Ist es dann eher Fluch als Segen? Oder was würde man tatsächlich damit machen? Mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Stephen King. Es ist ein grandioses Buch und es hat mir wirklich unglaublichen Lesespaß bereitet. Ich war tatsächlich dann abends über den Besuch ein bisschen verärgert, weil ich die letzten 50, 60 Seiten nicht mehr lesen konnte an diesem Tag, weil mich der Besuch aufgehalten hat. Ich finde, das ist schon nicht so wirklich in Ordnung. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht zu Verknüpfungen zu anderen Werken, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Zum Beispiel treffen wir auf den Sheriff Bannerman, den wir aus Cujo kennen. Und ich dachte schon, Mensch, der Name, den kennst du, woher kennst du den? Und dann bin ich mal so gedanklich ein bisschen durchgegangen und da habe da tatsächlich dann auch mal danach gegoogelt und dachte, ja, es war Cujo und kam mir bekannt vor. Zudem treffen wir auf den Reporter Dees, der hier von Johnny des Hauses verwiesen wird. Und den treffen wir dann aus der gleichnamigen, aus Nachtflieger. Und die ist aus der Geschichte aus Albträume. Und da dachte ich auch, kenne ich. Und dann kennen wir auch noch Chuck, das kann ich natürlich nicht mehr lesen, Chuck Chatsworths Freundin, das ist Patty Strachan. Und die beschuldigt, Johnny, er habe ein Feuer mit seinem Geist ausgelöst, wie bei Carrie. Und sie nimmt eben an, sie sagt ihm das auch so, sie nimmt eben an, dass er durch Pyrokinese das etwas niedergebrannt hat, obwohl eben eigentlich die Ursache ein Blitz war und er im Grunde das vorhergesehen hat. Und das fand ich halt mega, ne? Also wenn das so eine Anspielung auf ein eigenes Werk genommen wird, fand ich wirklich großartig. Für mich wirklich ein Werk, was ich absolut feiere, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was mir wieder direkt Lust hat auf Stephen King gemacht hat, weswegen ich mir ja dann auch Kurzgeschichten von ihm einfach mal wieder mit bestellt hatte. Ich habe ein Foto davon auf Instagram gepostet von meiner Medimops-Ausbeute und hatte auch was in der Story darüber erzählt. Ihr findet in der Infobox natürlich auch Instagram, alle Leseclubs, alle Buchinfos und ähnliches. Schaut da einfach mal vorbei. Ich kann das Buch absolut empfehlen, wer einfach mal einen anderen, aber doch irgendwie klassischen Stephen King lesen möchte. Das widerspricht sich zwar so gefühlt, aber eigentlich tut's das nicht. Und ich fand's wirklich toll. Also mir hat's wirklich großen, großen Spaß bereitet. Ja, das nächste Hörbuch habe ich dann auf meiner Hin- und Rückreise nach Köln sozusagen gehört. Und zwar Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, wo ich das Buch das erste Mal gesehen habe. Habe es dann als Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und Hörbücher vom Verlag sind ja in der Regel super praktisch. Das muss ich auch einfach mal so lobend erwähnen. Das funktioniert bei dem Verlag ganz toll, weil man eben auch
eine Datei zum Herunterladen bekommt. Und dann muss man nicht erst die CD auf dem PC laden und dann auf das Handy, sondern kann das wirklich so gefühlt in einem Schritt machen, was ich wirklich super spannend fand. Die Sprecherin ist Anna Carlsen. Das Hörbuch hat knapp 7 Stunden gedauert. Also es waren gefühlt keine 3,5-4 Stunden in meiner Hörzeit. Und ich fand auch, die Sprecherin hat wirklich sehr gut gesprochen. Ich fand sie an mancher Stelle ein bisschen emotionslos. Sie war ein bisschen kühl, hat das alles ein bisschen kälter erzählt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie gestört hätte oder meinen Eindruck von der Geschichte irgendwie beeinflusst hätte. In der Geschichte geht es um Annie. Sie ist, ich glaube, so um die Mitte 30 und ist eigentlich in ihrem Leben ganz glücklich. Sie hat ihren Langzeitfreund Thies, wohnt eigentlich in Bremen und ist Game Designerin. Nebenbei entwirft sie Poster- und Postkartenmotive mit Lebensweisheiten, an die sie sich aber selbst meistens nicht so richtig hält, wie das halt so oft ist. Der Chef von ihr möchte, dass sie eine Filiale in Berlin aufbaut, und als sie das mit ihrem Freund Thies bespricht, ist er nicht gerade so begeistert, weil er sie jetzt eigentlich heiraten wollte und eine Familie gründen wollte und nicht eine Fernbeziehung mit ihr im Grunde führen möchte. Und das führt natürlich in dieser Beziehung zu Spannungen. Zudem fragt sich Annie eben auch einfach, was möchte ich eigentlich von meinem Leben? Bin ich damit zufrieden, wie das jetzt alles ist? Sie nimmt sich eine 6-wöchige Auszeit und besucht ihre frühere beste Freundin Marie auf Norderney. Und da haben wir natürlich dann ein bisschen Inselfeeling. Sie sucht sich sozusagen selbst und versucht auch ihr Leben so ein bisschen zu hinterfragen und dann das Leben eben auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Dort angekommen ist natürlich nicht alles so einfach, denn es gibt auch einen Grund, warum sie heute keine besten Freundinnen mehr sind. Und was es da so ein bisschen an Geheimnissen auf sich hat, an Irrungen und Wirrungen im Leben, das erfahren wir eben in diesem Buch. Mich hat auf jeden Fall natürlich das Cover angesprochen, der Titel angesprochen, und ich mag natürlich Bücher, die auf deutschen Inseln auch spielen. Ich mag diese Wohlfühlmomente, diese Inselmomente. Ich mag das immer unglaublich gern, und ich glaube, das war wohl dann auch ausschlaggebend, warum das Hörbuch bei mir einziehen durfte und dann eben auch gehört wurde. Mir hat die Geschichte gut gefallen. Es hat so ein bisschen einen Lebensweisheiten-Eindruck bei mir hinterlassen. Man hat schon das Gefühl, dass Annie eigentlich weiß, was sie im Leben will, wo sie hin möchte, lässt sich da aber so ein bisschen in Zweifel reinreden und versucht dann eben auch einfach diese Zweifel zu beseitigen. Menschen gehen natürlich in diesen Geschichten immer irgendwo hin, um Abstand zu gewinnen. Ich finde halt, das ist manchmal doch ein bisschen unrealistisch. Weil wie realistisch ist es einfach mal eine 6-wöchige Auszeit zu nehmen und am Ende da vielleicht auf ein anderes Gedanken lenken zu kommen, als wenn man das einfach zu Hause gemacht hätte. Was mir sehr gut gefallen hat, war einfach so ein bisschen dieses Bremen-Feeling und dann auch dieses Insel-Feeling, dass das bei Annie etwas ausgelöst hat, dass sie das ein bisschen verändert hat. Ich mochte auch im Schreibstil, dass er sehr schnell vorangegangen ist, dass er sehr modern war und flüssig war und auch die Entscheidungen der Charaktere sehr greifbar gemacht hat. Man so einen gewissen Witz immer mal dabei hatte, aber natürlich auch Emotionen. Und mir war auch Annie relativ sympathisch. Ich konnte mich gut in sie hineinversetzen an mancher Stelle. Ich fand ihre Entscheidungen wirklich auch irgendwie so den Situationen gegeben. Hat mir gut gefallen. Und alles in allem war es halt auch wieder so eine lockere Wohlfühlgeschichte, die man einfach so liest, in der man sich so ein bisschen versinkt, wo man ein bisschen mehr Feeling bekommt und ein bisschen Inselfeeling hat und sich einfach so ein bisschen reinfallen lassen kann und einfach entspannt. Mehr erwarte ich tatsächlich von diesen Büchern nicht, und das macht dieses Buch wirklich sehr gut. Was mir aber nicht gefällt an Geschichten und auch besonders in diesem Fall, ist das, wenn ein Charakter auf eine Reise aufbricht, um dann da wieder zu enden, wo er begonnen hat. Das gefällt mir an vielen Geschichten nicht, oder an den meisten Geschichten dann nicht, wenn eben der Kreis sich sozusagen schließt, ohne dass irgendwie eine Kurve drin ist. Das haben wir leider hier. Das ist was mir nicht so gut gefallen hat, weil man sich dann eigentlich fragt, für was haben die Charaktere all das gemacht, wie auch immer, ohne zu viel zu verraten, wenn es doch dann irgendwie
so ist, wie es war. Und das ist was, was mir einfach nicht so gut gefällt. Und das hat mir leider auch hier nicht so gut gefallen. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist für mich auch definitiv so ein bisschen ein Abzug, weil ich das einfach selbst nicht so richtig mag. Ich muss nicht immer ein Happy End haben und es ist auch nicht immer realistisch, dass man eine Woche fortgeht, wiederkommt und sich das Leben radikal verändert. Das ist mir auch durchaus bewusst, dass das nicht der Fall ist. So ist es auch einfach im echten Leben nicht. Aber alles, was Annie irgendwie in diesen 6 Wochen tut, hätte sie für meinen Begriff einfach irgendwo anders in ihrem Leben herauswerfen wieder müssen, also herausspucken sozusagen. Also es hätte irgendwas anderes in ihr tun müssen, als dass es getan hat. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil das dann nicht mehr ganz so greifbar war. Dennoch war es einfach ein sehr emotionales und auch unterhaltsames Buch, was mir einfach gut gefallen hat und was ich gerne gehört habe. Jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, das war verschwendete Lesezeit. Es war einfach ein gutes Buch und ja, ich finde, das ist ja nicht weiter schlimm. Zu Weihnachten, glaube ich, hat mich eine Leseprobe erreicht von der lieben Julia und dem lieben Horst Drosten, denen ich ja schon seit Jahren treu bin und ihre historischen Romane wirklich unglaublich gerne lese. Diesmal haben wir mit dem Windkurs Paradies und ich habe die Leseprobe direkt verschlungen und war total gespannt auf das Buch und finde auch hier wirklich das Cover diesmal sehr, sehr gelungen. Und ich bin ja ein großer, großer Fan von Julia und Horst Drosten. Ich habe schon einige Bücher von ihnen gelesen. Ich mag immer wieder die Mischung aus historischen und dass wir eben auch in ein anderes Land reisen. Und diese Mischung finde ich immer sehr abenteuerlich und richtig, richtig schön. Und ich habe mich einfach mega gefreut, als dann das E-Book auch bei mir eingezogen ist. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Die Geschichte startet in Württemberg Ende des 18. Jahrhunderts. Wir treffen auf den Herzog Karl, der sich durch seine Schlösser und Frauengeschichten so ein bisschen ruiniert hat. Die ganze Stadt irgendwie hoch verschuldet ist und da er die Staatskasse auffüllen will, verkauft er 3000 Männer als Söldner an die holländische Ostindien-Kompanie. Ich möchte das immer Englisch aussprechen, wie bei Fluch der Karibik, aber es ist die Ostindien-Kompanie, ich kriege das Deutsch irgendwie nicht hin, aber gut. Also man kennt es aus Fluch der Karibik. Für alle, die den Film kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Unter anderem ist auch der junge Zimmermann Hannes mit dabei, der sich so ein bisschen mit der Frau seines Meisters amüsiert hat und er im Grunde so ein bisschen auf der Flucht ist. Er flieht aus der Stadt und zieht ins vermeintliche Paradies ans andere Ende der Welt. Wir erfahren auch die Geschichte von Petari, die etwas eigensinnig ist und auch noch relativ jung ist, die ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Vater hat, zumindest zu Beginn der Geschichte. Und wir erfahren so ein bisschen diese zwei Lebensgeschichten und das eben nicht alles wunderbar sozusagen tatsächlich am anderen Ende der Welt ist. Und dass eine Flucht eben auch nicht immer ein guter Grund ist, um im Grunde sein eigenes Leben und sein Land zu verlassen. Die Geschichte ist für mich unglaublich gut recherchiert. Ich habe so manche Info auch gegoogelt, das mag ich bei historischen Romanen immer sehr, sehr gerne, wenn man sich dann einfach so ein bisschen ein Bild machen kann von der damaligen Zeit und ich hatte hier wirklich das Gefühl, dass ganz tolle, echte, relevante, echte historische Details eingebaut wurden und dass man das wirklich greifen kann, dass das wirklich passiert ist und dass man hier einfach diese Recherchearbeit unglaublich gut nachvollziehen kann und auch wirklich glaubhaft diese Zeit widerspiegelt. Die Landschaften und all die Begegnungen, die wir erleben, sind richtig greifbar und die Charaktere sind für mich auch glaubhaft. Sie handeln, wie man sich das halt so vorstellt, wie das eben zur damaligen Zeit war. Bei manchen ist natürlich schon so, dass man denkt, puh, Gott sei Dank bin ich jetzt in einer anderen Zeit, aber so war es auch. Auch sprachlich ist die Geschichte wirklich so erzählt, als wäre man in diese Zeit hineingefallen. Die Charaktere sprechen miteinander in Dialogen, genauso wie es wohl einfach zu dieser Zeit üblich war. Was mir eben bei historischen Büchern auch immer gut gefällt und auch wichtig ist. Und sie fühlen sich eben auch irgendwie echt an.
Wir haben ja eben Charaktere, die nicht einfach nur schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern die eben auch Entscheidungen treffen, die ja so ein bisschen in Grau übergehen und ja, man merkt so ein bisschen die Schattierungen, das Greifbare, das Echte und dass es eben zur damaligen Zeit auch gar nicht so einfach war, Entscheidungen zu fällen, Entscheidungen zu treffen und ja dann auch hinter denen zu stehen. Wir haben wie immer einen starken Frauencharakter, wie wir es aus den Büchern von Julia und Horst Drosten eben kennen. Was ich auch immer sehr gelungen und gut finde. Diesmal legen wir aber auch ein bisschen das Augenmerk auf Hannes, einen starken männlichen Protagonisten, den ich ja wirklich großartig fand. Also das ist wirklich mit einer der besten Charaktere, die ja mir bei Julia und Horst Drosten über den Weg gelaufen sind, die ich, den ich wirklich ja absolut greifbar fand, toll fand, seine Entscheidungen nachvollziehbar fand. Gut, den Beginn der Geschichte vielleicht nicht so ganz, aber wie er dann eben später einfach denkt, was diese Reise auch für einen Wandel in ihn auslöst, das fand ich einfach großartig erzählt. Ja, wir sind so ein bisschen in Südafrika und auch auf Ceylon unterwegs, das heutige Sri Lanka. Und ja, das hat mich dann doch so ein bisschen beim Abschluss meiner Geschichte so ein bisschen schwer schlucken lassen, weil ja gerade am Ostersonntag auch die Anschläge auf Sri Lanka waren. Und das ist schon so ein bisschen, wo man einfach ein bisschen schwer schlucken muss und man einfach merkt, wie dieses Land eben doch einfach ja unter all diesen Kriegen, Zerwürfnissen doch so ein bisschen gelitten hat und auch irgendwie jetzt wohl wieder eine ganze Zeit lang braucht, um sich davon zu erholen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es ist eine abenteuerliche Reise, auf die uns Julia und Horst Drosten ja im Grunde führen und ja, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Leider war die Geschichte an mancher Stelle doch ein bisschen ausufern, das muss man ganz klar sagen, wo ich so dachte, ach jetzt kommt doch mal wieder zum Punkt. Und meistens, als ich das dachte, sind wir dann auch wieder dahin gekommen. Also es gibt so 3-4 etwas langgezogenere, detailverliebtere Momente, wollen wir es einfach mal so nennen, wo im Grunde in dem Moment, wo ich das aber dachte, tatsächlich auch schon die Wendung kam. Also es war dann doch ganz gut abgepasst. Ich finde einfach, dass die beiden unglaublich gut schreiben können. Ich mag es einfach, wie die Welt gezeichnet wird, wie die Zeit uns rübergebracht wird, dass man eben nicht nur so eine Zeitreise macht, sondern eben auch, ja, im Grunde eine ländische Reise, dass wir hier eben Südafrika kennenlernen, dass wir Indien kennenlernen, Sri Lanka, dass wir so ein bisschen in diese Regionen kommen und man spürt einfach so dieses Herzblut im Geschriebenen und ich mag es, wie uns die Charaktere näher gebracht werden, die Landschaften, die Dialoge sind toll und wir haben zwar schon irgendwie einen modernen Schreibstil, aber gleichzeitig merkt man eben, dass man doch in einer anderen Zeit ist und dass diese Mischung, finde ich, macht Julia und Horst Drosten einfach immer so besonders und das gefällt mir einfach immer wieder unglaublich gut und deswegen lese ich auch die Bücher der beiden so, so gerne, weil mir diese Mischung immer so gut gefällt und sie auch wirklich so perfekt abgestimmt ist und man wirklich ein ganz tolles Zeitgefühl bekommt und ich, ja, bin einfach verliebt in den Schreibstil und freue mich jetzt schon aufs nächste Buch der beiden. Bin gespannt, wo sie uns beim nächsten Buch ja hinführen werden, wo wir hinreisen werden und auch in welche Zeit. Denn gerade auch diese Zeiten, die sie sich immer so ein bisschen vornehmen, sind natürlich so besondere Zeiten, wo auch irgendwie so etwas Wandelbares passiert, wo man eben spürt, da ist die Welt so im Aufbruch. Und das macht eben diese Zeiten auch immer so besonders, die gewählt werden von den beiden. Und ja, auch hier eine tolle Geschichte. Wer historische Romane liebt, wird oder mag, wird diese hier lieben, weil ich finde wirklich, dass sie schreibtechnisch wirklich ganz, ganz groß sind und ja, ich mich da auf jeden Fall auch aufs nächste Buch freuen werde. Ja, dann kommen wir zur zweiten Folge der 8. Staffel von Game of Thrones. Natürlich, ich sage jetzt mal mehr oder weniger spoilerfrei, einfach nur so ein paar Eindrücke von mir. Ich möchte ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich muss, und das einfach vorneweg sagen, dass mir die 8. Staffel mit den 2 Folgen bisher unglaublich gut gefällt. Und ich frage mich, was passiert ist nach einer doch gefühlt etwas katastrophalen 7. Staffel, dass die 8. Staffel sich anfühlt wie eine 1. Staffel und eigentlich sogar, ja, also wirklich wunderbar an die 1. Staffel rankommt. Es ist so viel Zeit für Dialoge, für Dinge zum Zeigen, für Gespräche, für Emotionen, für Lacher, für Dinge, die passieren, für Ereignisse, die geschehen. Es ist einfach nur großartig. Es ist
tiefgründig. Es sind alle Charaktere irgendwie gefühlt ja fast an einem Ort, was natürlich die Geschichte ein bisschen besser erzählbar macht, als wenn man irgendwie 10 Orte hat, wo man jede der Orte einmal zeigen muss, hat man so einfach Zeit komprimiert, Dinge im Grunde ja zu zeigen und einfach dieses Miteinander der Charaktere zu zeigen. Es sind ja, wie gesagt, fast alle Charaktere jetzt an einem Ort und es ist großartig, diese unterschiedlichen Charaktere, die ja ihre Reise jetzt ja irgendwie ja zum Ende ihrer Reise gekommen sind, zu erleben und was diese Reise auch mit ihnen gemacht hat und was sie auch mit uns als Zuschauer gemacht hat. Charaktere, die wir vielleicht in Staffel 1 gehasst haben, dass wir die jetzt ins Herz geschlossen haben. Oder Charaktere, die wir in Staffel 1 noch toll fanden, wo wir heute froh sind, dass sie nicht da sind. Oder man sich fragt, na, wann wird da jetzt endlich mal das Messer gezückt oder der Dolch oder das Schwert oder was auch immer. Also nicht, dass ich Mord hier in Frage kommen finde, aber manchmal hilft's. Es war eine tolle zweite Folge. Sie hat ja auch noch nicht ganz eine Stunde gedauert. Ich glaube, jetzt nächste Woche, die dritte Folge, hat, glaube ich, über 80 Minuten Sendezeit. Ich habe jede Minute genossen. Es ist wieder eine etwas ruhigere Folge. Das ist so die Ruhe vor dem Sturm, habe ich den Eindruck. Ich glaube, dass in der dritten Folge sehr viel, sehr schnell passieren wird. Auch wahrscheinlich sehr viele Abschiede, die wir nehmen müssen. Aber ich freue mich unglaublich drauf und ich habe diese Folge wirklich genossen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelacht, so viel geweint und so viele Gänsehautmomente in einer Folge gehabt, wie jetzt in Folge 2. Und es macht mir unglaublichen Spaß, diese 8. Staffel anzusehen. Und ich freue mich jetzt einfach auf die 4 weiteren Folgen, die da kommen. Auch wenn man ja dann denkt, dass es eigentlich nur noch 3 Wochen sind, bis es schon wieder vorbei ist. Es ist echt verrückt. Aber ja, ich freue mich jetzt auf dieses Ende. Ich freue mich auf die 3. Folge und freue mich dann wirklich aufs Finale und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, auch sehr gespannt bin ich dann natürlich auf meine Urlaubswoche und ich hoffe, dass es sommerliches Wetter so ein bisschen bleibt, sodass man da auch einfach so ein bisschen, wenn man draußen unterwegs ist, die Zeit wunderbar genießen kann. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr, weil dann dauert ja der nächste Urlaub doch wieder ein bisschen länger. Ich habe ja dann erst einen relativ großen Urlaub mit fast 3 Wochen im August, in Juli, August. Auf den freue ich mich aber auch schon, aber jetzt natürlich dann erstmal auf diese Woche und auch lesetechnisch habe ich mir ein bisschen was vorgenommen und werdet ihr auf jeden Fall dann natürlich auch sehen. Ja, in dieser Woche wird dann auch das letzte Achtsamkeitsvideo kommen. Danach habe ich so ein bisschen 5 Tipps-Videos für den Mai geplant. Mal gucken, vielleicht wird es auch eine Reihe, die noch ein bisschen länger dauern wird. Freut euch einfach auch schon mal so ein bisschen darauf. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auf meinem Zettel gar nichts groß mehr stehen. Nein, bei Game of Thrones endet sozusagen der Notizzettel. Diesmal auch wieder gefilmt mit meiner eigentlichen Kamera. Viele haben gesagt, dass das Bild von der Qualität von meinem Handy tatsächlich besser war, als das jetzt der Fall ist. Aber ich bin tatsächlich ganz froh, mit der Kamera filmen zu können, weil sie zum einen einfach viel mehr Speicherplatz bietet aktuell, als es die Micro-SD-Karte meines Handys macht und ich eben es auch auf dem Stativ sozusagen anschrauben kann, während ich für mein Handy eben keinen Stativaufschrauber habe und es dann einfach nur so hingestellt hatte und ja, wie es halt dann so ist. Ne? Zudem kann ich hier am Stativ meine ganzen Notizen anhängen und es ist ein bisschen praktischer als mit der Kamera. So, und viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr auf meinen Zettel. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Nein, ich glaube nicht. Und ihr findet natürlich alle Informationen wie immer unten in der Infobox. Schreibt mir doch gerne auch in die Kommentare, was ihr gerade so gelesen habt, gehört habt, ob ihr gerade irgendeine Serie suchtet oder einen Filmtipp habt. Alles gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.